Mehr? Ah, okay, hier. Yo, ich glaube, das Geschütz darf als erstes... Alter! What? Das ist jetzt meins. Fuck all of you, das ist jetzt meins. Das ist mein Geschütz hier. Fangen wir nochmal von vorne an. Au! Jungs, etwas Hilfe! Aua, Leute, Leute, help! Okay, danke. Danke. Erstmal er hier, ne? Du Arschkneifer! So! Nein, du sollst da schon ran. Ich bin es nicht gewohnt, dass LB feuern ist. Das war wohl nicht einfach. Nee, war es auch nicht. Du weißt ja gar nicht. Ein Amulett. Und mehr GP. Okay. Jetzt schlagen noch Blitze ein. Mädel, du bist Reporterin, nicht wahr? Nur mal so. Wow, das ist ein echt seltenes Objekt. Wisst ihr, wie viel Glück ihr habt? Offenbar eine Menge, weil man sämtliche Sammlerobjekte hier hingepackt hat. Großer Schwarm böser Kerle. Seid vorsichtig da draußen. Wo? Sag mir doch wo. Soß mir hier nicht einen vor und sag mir wo. Toll, das wird sich als nützlich erweisen. Das ist echt ein Problem hier. Die da? Die doch nicht. Ein feindlicher Hubschrauber. Ein Schrapp-Schrapp. Den Boden von da oben aus, also seid vorsichtig. Das hat sich toll angefühlt. Das muss doch hier irgendwo hingehen jetzt. Ich geh mal erstmal so ganz. Okay. Welche? Wo? Ich hab Jack Shit getan. Doch der? Na gut. Aua. Ja, chill. Wo bist du hin? Macht nichts, der kommt wieder. Na, ja, die kommen alle wieder. Sie kommen immer wieder. Was macht B? Geh drauf, Mann! Ich orte immer noch etwas auf dem Radar. Auf dem Dach. Sag auf dem Dach. Okay. Wow, böse Tonne! Aua, 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 aua. Shit! Oh, so schwindel ich. Lass mich doch hier Sachen schmeißen. Up your butt! Autsch! Ich kann mich nicht bewegen. Gut, dann helft mir halt nicht.
Das war blöd. Ja, guck mal, ich helf dir. Arschgeige. Wow. Das ist ein Problem weniger. Noch mehr? Da. Was geht, Steinbeißer? Dankeschön. Noch mehr? Da ist noch eine Dose. Ich habe ein neues Signal auf dem noch mehr? Warte mal, kann ich in der Zeit mich einmal ausrüsten? Ein Ninja muss auf alles vorbereitet sein. Mein Lager ist leer. Warum ist mein Lager leer? Oh boy. Gib mir den. Den. So viel ihr könnt. Sonst behalte ich vielleicht alles für mich. Und so. Glaube an ohne Scheiß bleiben? Fangen wir nochmal von vorne an. Dahin. Okay. Bleiben die ganzen Sachen, die man im Lager hat, nur für die eine Mission? Das wäre le Bullshit. Yo, läuft. Leo, bitte. Leo, bitte. Bitte, Leo. Leo, bitte. Irgendeiner von euch Versagern. Ich nehme alles zurück, was ich bisher gesagt habe. Ich nehme alles zurück, was ich vorhin, was ich bislang gesagt habe. Dieser Angriff ist trotzdem mächtig. Jungs, etwas Hilfe. Fick dich. Oh nee, das ist nicht euer Ernst, oder? Okay, gut. Halt die Schnauze, es ist mir jetzt scheißegal. Das ist ein schöner Konter, wenn man direkt auf die Nase kriegt. Geht doch. Long ass mission. Und wir überziehen heute, weil ich muss heute mit der Aufnahmesession aufhören. Deswegen, ja. Deswegen wird das hier heute das Letzte sein, was wir tun. Pause, Jungs. Mädel, ich muss hier Leute retten. Wow, das ist ein echt seltenes Objekt. Wisst ihr, wie viel Glück ihr habt? Wieso Hilfe? Von was? Ich muss etwas Großes planen. Schicke euch sofort die Position. Ralph ist K.O. gegangen. Ihr müsst das jetzt zu dritt... Wovon? Es ist nichts. Hier ist nichts in der Nähe. Ich mach das mal, ne? Ja, ich mach doch schon. Und auf einmal möchtet ihr alle mithelfen. Ich wollte gerade sagen. Ah, jetzt geht das mal. Ich hau dir die Fresse ein, Dude. Dir gebe ich. Sharkenar! Ich kann auch einfach zuhauen, Dude. Das ist mir super Boss. Wofür willst du einen Schalter, Mädel? Ich habe die Bombe schon längst entschärft.
Irgendwie habe ich wiederbelebt. Irgendwie wurde ich wiederbelebt. Hab hier was für dich. Oder sind hier noch mehr Bomben? Hier sind noch mehr. Drück doch einfach mal drauf. Ja, da hinten ist das auch. Kein Wunder, ich muss nur den Schalter finden. Aber das geht davon nicht auf, oder? Nee. So, die Dinger kann ich sehen. Mädel, halt dein Maul! Ich sag dir, du machst dir hier Schwierigkeiten. Die Objekte sind näher, als es den Anschein macht. Es tut nur weh, wenn ich atme. Oder mich verwiese. Oder blinzle. Nein! Ich fühle mich nicht so gut. Reiß dich zusammen. So, du hältst jetzt die Fresse. Ich sehe den Schalter, Mädel. Ich komme nur nicht hoch. Ich komme da nur nicht hoch. Weil der Wind hier tut, was er möchte. Der Wind tut ja, was er möchte, Mädel. Ja, geht doch. Halt dein Maul, Mädel. Das hilft nicht. Macht nichts. Die Gegner kommen hier sowieso nicht hin, so wie es aussieht. Ja, wow. Ich dachte, ich treffe die Scheiße die ganze Zeit. Bis ich gemerkt habe, dass Shurikens das Wertloseste sind, was du hier hast. Ja, guck mal, das kann man leicht finden. Da sollen wir jetzt also hin. Da ist hier die Doofnuss. Das ist jetzt wenigstens eine Aussage. Ein Gegenwind. Das ist ein bisschen schwierig zu erkennen. Für mich persönlich. Winger ist endlich aufgetaucht. Schnappt ihn euch und macht all dem ein Ende. Die Wingnuss. Die Flügelnuss. Die Nussnuss. Kann ich Wingnut damit abballern? Das wird witzig. Wenn das der Fall ist, wird's witzig. Dann hab ich einfach einen Arsch voll Turrets für ihn. Josh, 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 Josh. Ich habe eure Einmischung satt. Du hast Flügel, wofür brauchst du ein UFO? Der Kerl? Ich dachte schon, wir müssen uns mit außerirdischer Intelligenz herumschlagen. Sei vorsichtig, Raph. Die Verrückten sind meistens die gefährlichsten. Hauptsache, die beiden gehen schon direkt an die Turrets. Warum schaut er mich so an? Alter. Get wrecked, son! Get wrecked! Alter! Get wrecked, son! Alter! Das ist doch nicht mehr nett! Macht so, diese Turrets hier hinzustellen, war ein Fehler. Wow. Einfach die Plattformen in die Luft gesprengt. Und er hat volle Energie. Wieso hat der wieder volle Energie? Das ist mal super uncool.
Davon könnte ich ein Dutzend essen. Ein Dutzend! Aua! Fangen wir nochmal von vorne an. Reiß dich zusammen. Du hast länger für die Rettung gebraucht, als ich gedacht hätte. Ja, okay, jetzt geht das los. Leute, hier. Mir geht's gut. Okay. Ich schaff das alleine. Du packst das, Bro. Du hast länger für meine Rettung gebraucht, als ich gedacht hätte. Ach, weil der gerade... Ihr müsst das jetzt zu dritt durchziehen. Los geht's, Jungs. Heal up hier. Jetzt ist Schluss mit der netten Schildkröte. Come on. Wie soll hier auf einmal jeder so einen übertriebenen Angriff? Du packst das, Bro. Ich wollte gerade sagen, schmeiß die Scheiße doch endlich. Der hat immer noch 5 Balken. Was geht? Ihr geht weg von... Ich hab euch gelobt! Das... Scheiße. Was versucht er da? Was versucht er? Wingnut ist Wingnuts! Okay, nicht mehr. Okay. Du packst das, Bro. Danke. Alter, der hat immer noch so viel. Warum hat der 2 Energieleisten? Das ist schon irgendwo nicht cool. Oh ja, sehr schön. Mehr Energie. Ich bin nicht in der Stimmung für Spielchen. Oh, so schwindelig. Okay, so müsste ich das. Aber selbst das hilft dann nicht lange. Mein Schädel, alles klingelt. Du packst das, Bro. Los geht's! Ich komm schon klar, danke. Ich krieg das denn. Los geht's! Oh ja, doch, nice. Blah, miau! Ja, die größten Probleme hat uns aber noch Slash gemacht, jetzt mal ganz ehrlich. Auch wenn der Arsch hier einfach mal doppelte Energie kriegt. Also, er hätte echt einmal mit seinem UFO und einmal so. Yeah, Bomben! Ja, absolut nichts bringt. Nice! Boah, das... Dieser Angriff hält länger, als ich mich hier blocken kann. Aber ich vergesse die ganze Zeit, dass ich das blocken kann. What? What? Geh drauf, Mann! Yeah! Oh Gott, oh Gott! Nein! Du musst fliehen! Mission abgeschlossen! Gut gemacht, Jungs! Gottes Willen! Bei allem, was knödelig ist! Geheimer Boss? Es gibt den Geheimboss? Schnelle Shurikens. Super Idee. Ich brauche die schwächsten Angriffe der Welt unbedingt schneller. Dämliche Flugmaus. Ich stopfe diesem Penner das schicke Raumschiff in seinen Rachen. Ich dachte, General Krang hat Aggressionen. Aber du... Wow, wenn ihr diese alte blechlose Toll findet, habt ihr noch gar nichts gesehen. Tadel! Das habe ich dem grünen Goblin geklaut. Nein, das
Yo, Radikal Beam! Das war eine unheimliche Begegnung der Nerdart. Sehr nerdig. Sehr, sehr nerdig. Das ist doch ein Witz! Heißt das, wir sind jetzt quer durch die stinkende Stadt gelaufen, um Feuer zu löschen? Und eigentlich geht das am alleroffensichtlichsten Ort richtig ab. Ich weiß, schwer zu glauben, Raph, aber alle Beweise deuten darauf hin. Denk nach, Raph. Slashs Raumwaffen, Wingnuts UFOs und die Partikeldiffusionsmatrix, die Amagon durch die Kanalisation bringen wollte. Die Artikeldiffusel was? Partikeldiffusionsmatrix. Als Donny mir das Bild schickte, habe ich rausgekriegt, um was es sich handelt. Ach, wissen wir doch, April. Ein Nerd-Selfie. Sehr witzig. Eigentlich kann der Diffusor Tachyon-Partikel entflechten, um ein interdimensionales Portal zu erstellen. Wieso, frag ich auch. Ja, ich bin da eigentlich ausgestiegen. Ihr müsst wissen, dass es in der Stadt nur einen Ort gibt, an dem es genug Ressourcen und Ausrüstung gibt, um so komplizierte Geräte zu manipulieren. TCRI. Ja, TCRI. Aber wenn die Crane und Redhead so viel schicke Technik haben, wie soll Rocksteady, Karai und Schweinehirn Bebop rumrennen und Züge zerstören, Gebäude sprengen und Banken aufsaugen? Ablenkung. Sie richten Chaos an, um uns zu beschäftigen, während die Krang und Shredder ihre Geheimwaffe bauen. Tja, zum Glück wissen wir jetzt, was ihr Geheimnis ist. Wir konnten noch nie bei TCRI rein. Wieso soll das heute Nacht anders sein? Es muss einfach anders sein. Wenn sie wirklich ein interdimensionales Portal bauen, kann keiner erahnen, welche Folgen das für die Stadt hat. Wir hindern sie also. Wir finden einen Weg bei TCRI rein. Vollkommen egal wie. Mit Gewalt und Waffen. Aber vor allem mit Waffen. Oh shit, das nächste ist General Krang. Das wird witzig. Was kommt denn jetzt noch? Mega Krang und der Shredder. Da bin ich ja mal gespannt. Das Ding sieht sick aus. Aber bislang, generell, mir gefällt das Ganze hier. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Und den Combo-Angriff hätte ich vielleicht schon viel länger mal aufbessern sollen. Okay, höher kriege ich ihn aktuell nicht. Beziehungsweise, Freischaltungsstufe 13 bin ich nicht. Okay, Kohle hätte ich. Jetzt müssen wir mal gucken. Den Drehangriff können wir nochmal verbessern. Mal ein paar Sachen hier aufpowern. Feuerregen lassen wir erstmal so, weil das sind die Angriffe, die ich noch am häufigsten benutze. Super Schurigen ist, glaube ich, auf dem höchsten Level, ja. Den Combo-Angriff habe ich. Ninja Dropkick, Tarnmodus, nee, aber den hier? So, jetzt haben wir auch fast keine Kohle mehr. Aber es gibt bestimmt noch wieder was Gutes, was wir an Amuletten haben, oder? Jetzt habe ich die Verstärker, die Trainingspunkte. Na, achso, die hat der Nutella schon. Gesundheit. Du hast. Ach, nochmal Vampir. Gib hier eine steigende Gesundheit. Ich Pizza-Amulette. Also ein Stück. Ermöglicht werden wir weniger, aber das, der andere Effekt ist gar nicht mal so unpraktisch. Du hast Weltmesser und Dings, du hast das. Gibt's da für dich noch was Besseres? Nichts mit Doppeleffekten, wa? Nee. Ah, hier Vampir Stufe 2. Oh, das ist nicht schlecht schon mal. Längeres Ausweichen. Ein Feindangriff mal einstecken ohne Schaden nehmen. Das klingt auch praktisch. Zwar jetzt nicht so eine Bombe, aber lassen wir mal so. Gut, aber das war's denn für heute. Um genau zu sein, sogar für diese Woche. Ich habe jetzt, das mit Wingnut ging jetzt doch länger, als ich ja gedacht hatte. Ich schneide mir das am Ende wieder zurecht und ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.